Bei der 50. Landtagssitzung wurde die dritte Landtagspräsidentin außer Dienst Ilse Benkö feierlich im Landtag verabschiedet. Landtagspräsidentin Verena Dunst fand nur lobende Worte und bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einen doch kurz, aber wichtig auf die Frau Präsidentin außer Dienst, Abgeordnete außer Dienst Benkö einzugehen. Liebe Frau Landtagspräsidentin außer Dienst, liebe Ilse, wie wir dich alle nennen dürfen, wir kennen dich als unglaublich engagierte Frau, als Abgeordnete, aber auch als besonders engagierte in vielen anderen Bereichen. Ich kann das unmöglich alles aufzählen, aber ich denke, dass hier auch betont werden muss, was wir alle an dir geschätzt haben. Eine großartige Frau mit Handschlagqualität. Ich habe mich da immer selber, ich glaube, ich darf im Namen von uns allen sprechen, davon überzeugen können. Du sagtest, hast es getan, hast es gehalten. Ich möchte mich daher für die 23 Jahre, die du im Landtag gearbeitet hast, die 5 Jahre, wo du als dritte Landtagspräsidentin gezeigt hast, wie man führt, wie man leitet, wie man korrespondiert, wie man bei den Menschen ist, sehr, sehr herzlich im Namen der burgenländischen Bevölkerung, aber auch besonders im Namen des Hohen Landtages sehr, sehr herzlich bedanken. Wir dürfen dir alles Gute wünschen und ich darf es verraten, das glaube ich wissen wir alle, es wird gerade ein Haus errichtet. Wir werden uns einladen, liebe Frau Präsidentin außer Dienst. Wir freuen uns, dass wir mit dir gearbeitet haben. Wir bedanken uns für deine Freundschaft. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Heute war ein großer Abschied für Sie, Landtagspräsidentin Verena Dunst, außer Dienst heute, hat wahre Worte über Sie gesprochen. Wie haben Sie das empfangen? Ja, es war für mich persönlich sehr wertschätzend von der Frau Präsidentin Dunst. Ich sehe das Ganze mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Alle, die mich kennen, die wissen, dass ich nie jemand war, der ausgedient hat, ein Sesselgräber war. Ich mache für die Jugend gerne Platz. Die 23 Jahre hier im Hohen Haus und die 33 Jahre in der Freiheitlichen Partei haben mir sehr viel Freude gemacht. Natürlich hat es Höhen und Tiefen gegeben. Das ist so, wie im täglichen Leben es auch ist. In Erinnerung bleiben werden mir natürlich nur die schönen Dinge. Ich wünsche dem Hohen Haus, allen Kolleginnen und Kollegen im Landtag alles erdenklich Gute. Vor allem wünsche ich Ihnen eine gute Arbeit für das wunderschöne Burgenland, in dem schon sehr viel passiert ist. Und ich hoffe, dass das Land in dieser Form, wie es ist, weiterhin so verbleiben wird.